Das ist die Wimpelkette. Genau, das ist die Wimpelkette oder ein Teil der Wimpelkette, die wir gemeinsam mit den Frauen genäht haben. Ich bin Silvia Watzek, ich bin die Quartiersmanagerin am Leipziger Tor seit 2022 und meine Hauptaufgabe ist es, die Akteure und Leute im Quartier miteinander zu vernetzen. Frau Watzek ist hier die Quartiersmanagerin und bei mir ist so, ich bin Frau Zalzek vom Franz-Treff. Der Franz-Treff selber ist kommunal gefördert und wird über den Träger vom Deutschen Roten Kreuz angeboten, Kreisverband hier in Dessau. Und wir sind eine Beratungsstelle. Wir haben auch Angebote für Menschen, die sozial benachteiligt sind, relativ wenig Geld haben. Wir haben dreimal in der Woche eine Essensversorgung im Mittagsbereich. Wir bieten soziale Beratung an und unterschiedlichste Angebote innerhalb dieses Quartiers. Und eine der Aufgaben ist auch, mit verantwortlich zu sein für die Vernetzung innerhalb des Stadtteils. Und so haben wir uns dann auch kennengelernt. Und wir gehen dann so runter. Und hier ist der kleine Spätweg, das ist das. Und hier ist AEM. Und hier könnt ihr jetzt schon hängen. Ich meine, jeder kann sich eine Wimpelkette vorstellen, aber unsere ist natürlich total besonders. Na, also am Anfang haben wir ja diese Wimpel alle doppelt gemacht. Zusammengenäht, umgedreht, gebügelt und dann an Schrägband genäht. Also das Schrägband ist das hier, wo die Wimpel sozusagen oben eingenäht werden. Und Schrägband heißt, dass der Fadenverlauf schräg ist und somit das nicht aufribbeln kann. Und das ist auch der Hintergrund für die Zackenschere, ne? Weil wir wollten was Nachhaltiges hier haben. Und dann gab es den Hinweis, wir machen das mit einer Zackenschere, das heißt, das ribbelt nicht auf und Schrägband ist einfach notwendig, damit diese Wimpelkette auch nachhaltig ist. Und das mit diesen doppelten Nähen und Bügeln, da war irgendwann klar, das schaffen wir nicht. Also das geht zeitlich, das geht nicht. Überhaupt nicht. Was ich auch nochmal sagen möchte, ist, dass wir das alles ohne Geld gemacht haben. Also das sind alles wirklich gespendete Stoffe. Die Frauen haben ehrenamtlich das in ihrer Freizeit genäht. Wir haben dafür wirklich kein Geld in die Hand genommen. Wir würden gerne das Quartier, in der ja so farbenfroh, wie wir es erleben, einfach auch nochmal präsentieren. Und es ist eigentlich eine Umarmung, die wir gerne mit den Wimpeln symbolisieren möchten. Und auch das Netzwerk, was es hier mittlerweile ja auch gibt. Deswegen gibt es auch die Verteilung an die Paten. Hallo, heute ist der 26.04.2024 und wir befinden uns hier vor dem Franz-Treff. Ich bin Mandy Meyer und ich bin ehrenamtlich beim DRK. Ich habe beim Wimpelfest mitgenäht. Ich habe das komplette Projekt von Anfang bis Ende begleitet. Wir haben auch heute die Wimpel aufgehangen und repräsentieren auch jetzt heute den Franz-Treff. Ich bin Beatrice Maike, mich nennt man auch Bär und ich helfe gerne sozial. Das ist schön. Was hat das Projekt jetzt genau mit dir gemacht? Man hängt nicht mehr so viel zu Hause rum, man kommt raus, man lernt neue Menschen kennen, Freundschaften bauen sich auf und man kann was Gutes tun für die Stadt. Und warum ist das Projekt jetzt genau wichtig für dich? Gute Frage. Tatsächlich, weil ich rauskomme.
Ich habe psychische Probleme mit Menschenphobien und sowas. Und das ist meine eigene Therapie, indem ich mich immer wieder in diese Situationen reinbringe, wo ich nicht ausweichen kann. Also es ist so, dass wir mit einigen Frauen hier im Quartier, und zwar im Frauenzentrum, eine Wimpelkette genäht haben, die dieses wunderbare Quartier am Leipziger Tor umarmt. Wir haben ein Jahr lang genäht und würden jetzt gerne oder feiern gerne mit Ihnen heute die Fertigstellung. Angelika Zeitzig vom Franz-Treff organisiert jedes Jahr den Tag der Nachbarn. Das ist von der Nebenanstiftung, ist das eine Initiative, alle Städte können da mitmachen. Und da bekommt man immer so ein Werbepaket zugeschickt mit Aufklebern und Postkarten. Und unter anderem ist dort eine Wimpelkette drin aus Plastik. Und ich wollte also auch das nachhaltiger gestalten, weil die auch immer gleich zerrissen sind und dann kaputt waren. Und dann war das eben auch gleich so Müll, also man konnte die auch nicht wiederverwenden. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass wir Wimpelketten selber nähen können und habe halt Angelika angesprochen. Ich sage, Mensch, im Frauenzentrum, die haben Nähzimmer, die haben Nähmaschinen da, die haben alles. Das ist doch eigentlich auch eine schöne Aktion. Wollen wir uns nicht mal verabreden und Wimpelketten selber nähen? Und der Angelika hat dann gleich gesagt, ja, das machen wir. Und dann haben wir da 2, 3 Frauen gefunden, die da auch gleich Lust hatten. Dann sind das immer mehr geworden. Es hat sich natürlich im Frauenzentrum rumgesprochen oder die Frauen haben ihre Freundinnen mitgebracht. Und dann waren wir zum Schluss nachher 12 Frauen, die dann zusammen dort sich 14-tägig donnerstags getroffen haben, um zu nähen. Und dann haben wir erstmal so vor uns hingenäht und nach 4 Wochen habe ich dann mal gemessen und dann hatten wir irgendwie erst 78 Meter. Und dann waren wir alle so ein bisschen schockiert, dass das doch so lange dauert. Und wollten eigentlich auch so ein bisschen aufgeben. Dann hat es uns irgendwie noch mal gepackt und wir haben gesagt, nee, wir schaffen das, wir nähen das. Und dann war der Zwergtreffen und wir haben dann so berichtet, wie das Projekt läuft und dass das eben so eine schöne Gemeinschaft geworden ist. Und dann kam Frau Kose-Reul vom Frauenzentrum auf die Idee, Mensch, dann näht doch den Weltrekord. Ja, super, okay. Und zu Hause habe ich dann gegoogelt, ja, wie lang ist denn der Weltrekord? Und er war dann bei über 20 oder 27 Kilometern. Und nachdem ich ja wusste, wie lange wir an den 78 Metern genäht haben, habe ich gedacht, also 20 Kilometer auf keinen Fall, das schaffen wir nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, ich fahre mal das Quartier ab mit meinem Fahrrad und dachte, wenn das so 10 Kilometer sind, das ist ja zu schaffen. Und dann waren das nur 3,5 Kilometer. Und dann war ich so richtig euphorisch und habe gedacht, ey, nur 3,5 Kilometer, das schaffen wir auf alle Fälle. So, und dann bin ich mit dieser Info in die Gruppe rein und habe gesagt, was haltet ihr denn davon, wenn wir jetzt das Quartier einmal umnähen und diese 3,5 Kilometer nähen? Und da waren alle Feuer und Flamme und dann haben alle richtig losgelegt und da hat man ein Ziel. Wir möchten beide auch alle begrüßen, die auf unserer sogenannten Festwiese. Thank you.
ich bin ja, wie gesagt, dann zu einem Zeitpunkt auf die Wiese gekommen, wo das alles schon voll im Gange war, der ganze Aufbau. Alle haben schon die Pavillons aufgebaut, die Tische, Bänke, das Kuchenbuffet wurde rausgebracht. Es waren ja über 40 Kuchen, haben die Eltern der Kinder vom Behindertenverband, vom Wirbelbund 1 und 2 gebacken. So ein Meer an Kuchen, da musste dann alles rausgetragen werden. Und es füllte sich diese Wiese und ich glaube, wir haben nachher mal erzählt, es waren ja über 200 Leute da. Und es wurde einfach immer mehr. Ne? Also Angelika und ich, wir sind natürlich jetzt wirklich auch schon ein eingespieltes Team. Jeder kann was anderes gut. Wir wissen, wo wir uns aufeinander verlassen können. Also dieses ganze Projekt trägt uns beide mittlerweile auch, dass wir wirklich ja, auch wissen, wo sind unsere Stärken und wie können wir miteinander arbeiten. So in schlechten Tagen. Weil, als wir Lust auf die Küttel wegräumen. Also, ja. Also wir haben tatsächlich auch noch mal, also das muss man ja mal erwähnen, also wir haben dieses Fest super genossen. Tatsächlich ist ja noch gemäht worden, ja, die Wiese vorher ist ja noch gemäht. DDG, ja. Genau, da noch mal ein Dankeschön. Aber wir haben tatsächlich dann diese Hundeköttel auch da wegräumen müssen. Also wie in guten, so in schlechten Tagen. Wie in guten, so in schlechten Tagen. Nein, das ist wirklich toll. Also das ist einfach auch für mich so wie du schon sagst, das ist, ja, das ist wie das doppelte Rückgrat. Ja, das einfach zu wissen, wenn du da bist, dann läuft das da und ja, wir haben wunderbar. Uns auch gegenseitig gezogen. Ja, also wie gesagt, das ganze Projekt ging über ein Jahr und dann ist auch mal so eine Strecke dabei, ja. Wo man noch mal so denkt, kriegen wir das jetzt durch, schaffen wir das? Und dann hat der eine wieder mehr Kraft und der andere. Und da, so zieht man sich dann auch gegenseitig durch so ein Projekt durch. Das muss man einfach auch klar sagen. Ne? Da war doch diese Strecke, wo auf einmal diese ganzen Nähmaschinen da alle ausgefallen sind, ja, wo dann auf einmal dann nähte da nichts mehr. Und wir haben in der Gruppe die Ilona Rolle und die konnte das, weil die von Hause aus Schneiderin ist und die hat dann diese Nähmaschinen wieder mit repariert. Also da kriegt man von den Frauen ja auch nochmal so einen Input, ne, dass wir uns so da nochmal zusammengerissen haben. Ja, und haben, das war auch so, jeder kann ja was anderes gut. Ne? Eine Näherin hat zu Hause nur Schrägband geschnitten. Man muss sich das überlegen, die hat aus Bettlaken und anderen Stoffresten, also diese 4 Kilometer Schrägband geschnitten. Ja, eine Frau hat zu Hause nur Wimpel geschnitten. Ja, der war das zu wuselig im Frauenzentrum. Die ist dann immer gekommen mit einer Riesentasche zugeschnittener Wimpel. Manche konnten eben nähen. Ich kann gar keine Nähmaschine bedienen. Ja, ich habe dann eben zusammengelegt oder andere Sachen gemacht. Und so konnte eben jeder sich einbringen in dieses Projekt. So, dann möchte ich noch ganz kurz was zum Ablauf sagen. Es ist so, gleich um 14.30 Uhr treffen wir uns am Franz-Treff. Sie sind alle herzlich eingeladen, uns auf dem Weg durchs Quartier zu begleiten. Das heißt, es sind dort an den Rändern vom Quartier, haben wir entlang der Wimpelkette insgesamt 11 Stationen aufgebaut. Wir hatten uns überlegt, dass wenn wir die Wimpelkette haben und dieses Quartier umarmen möchten, dann geht es nicht nur darum, die Wimpelkette in der Form zu präsentieren, sondern tatsächlich war der Hintergrund ja die Gemeinschaft im Quartier auch darzustellen und eigentlich auch schon die Vernetzung, die wir haben mit den unterschiedlichsten KooperationspartnerInnen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das, diese 3,5 Kilometer, aber wir hätten sowas wie so Streckenposten. Jeder, der einen Streckenposten übernommen hatte, hat auch da die Möglichkeit gehabt, seine Einrichtung zu präsentieren, wie er sich hier im Quartier tätig ist, sich um das Quartier kümmert, wie auch immer. Das waren sogenannte Patinnen, die wir da aufgestellt haben. Und der Quartierspaziergang ist dann, wie gesagt, am Franz-Treff ist der gestartet und wir sind dann Position für Position durchgelaufen und wir haben dort immer verweilt und sind dann bis zur nächsten Station weitergegangen. Und das war der Hintergrund, einfach nochmal die Vielfältigkeit und die Vernetzung des Quartiers zu präsentieren. Wir hatten hier so einen orangenen Schirm, dann immer sozusagen, das hatte ich mir von diesen Stadtführerinnen hier abgeguckt, dass sie immer so einen Schirm, so ein Erkennungszeichen hatten. Das brauchten wir auch wirklich bei der Anzahl der Leute. Zumindest mich getragen hat über den ganzen Weg ist,
die Rückmeldung von Menschen, Bürger, Anwohnerinnen aus dem Quartier, dass die so einen Stolz hatten eigentlich auch, dass die sich auch so gefreut haben, dass dieses Quartier sich auch mal präsentiert, ja, einfach in seiner Vielfältigkeit. Der KooperationspartnerInnen war tatsächlich auch das Frauenzentrum. Und als wir angefangen sind mit den Wimpeln, als wir uns überlegt haben, Wimpel zu nähen, das ist entstanden, weil Frau Rosenkohl hat am Anfang gesagt, ja, wir haben da so einen Nähraum. Und dann sind wir da hochgegangen und das war ein Schatz. Also da waren 7 Nähmaschinen, die alle funktioniert haben. Also wirklich ganz viele Stoffreste. Und wir sind die ganze Zeit einfach total nett beherbergt worden mit unserem Nähclub für die Wimpelketten. Und deswegen ist sie auf jeden Fall oder das Frauenzentrum einer der stabilsten auch Kooperationspartnerinnen gewesen. Dann danke ich erstmal für die netten Worte. Also das Frauenzentrum hat sehr gerne die Möglichkeit genutzt. Wir hatten die Möglichkeiten, haben ein Nähkabinett und haben die Möglichkeit genutzt, unsere Räume zur Verfügung zu stellen. Und seit einem Jahr haben die Frauen fleißig genäht, sodass ganz, ganz viele, ganz lange Wimpelketten entstanden sind. Herzlich willkommen im Jugendclub Thomas Münzer. Das ist eine Einrichtung der Stadt Dessau-Roßlau in Kooperation mit der St. Johannes GmbH. Uns besuchen Kinder und Jugendliche oder allgemein junge Menschen im Alter zwischen 10 und 27, 26 Jahre. Also 27 dürfen sie nicht mehr sein. Und es gab ja mal den Jugendclub Thomas Münzer vorne am Wasserturm. Den gibt es seit 95 nicht mehr. Und deswegen haben wir hier unser Domizil aufgeschlagen seit Oktober 95. Und ansonsten, wo wir auch sehr stolz sind auf unsere tolle Außenanlage mit einem Beachvolleyballfeld, was wir 2014, glaube ich, angelegt hatten. Ja, mit Platz zum Spielen, zum Grillen, zum Chillen. Manchmal haben wir auch ein Sommercamp und Zelten hier. Für alle die, die jetzt nicht großen Urlaub fahren können. Denn davon gibt es immer mehr junge Menschen. Genau. Also zurzeit, das ist sehr unterschiedlich. Das ist ja keine Pflicht herzukommen. Das ist alles freiwillig und da kommen zwischen 20, 35, wir hatten auch schon mal 60, aber das ist, ich glaube, 63 war die absolute Spitze. Und das noch im Winter, wo das alles drinnen sich auf oder wo alle sich drinnen aufhielten. Genau, heute ist ein bisschen übersichtlicher, weil wir noch parallele Veranstaltungen haben im Jugendclub Zoberberg, wo wir auch vor Ort sind mit einem Kollegen. Da ist ein Bolzplatzturnier. Aber nichtsdestotrotz, ja, schön, dass wir den Tag heute gemeinsam verbringen können. Wenigstens einen Teil davon. Wunderbar. Genau. Sie sind ein Verein, der tatsächlich den jetzt hier auch den Wasserturm wieder instand setzt. Ja, genau. Wir haben uns als Verein 2006 schon gegründet. Mit der alleinigen Aufgabe, dass dieser Wasserturm, der ja zu verfallen drohte, wieder in seiner ursprünglichen Schönheit hergestellt wird. Ja. Und das haben wir in diesen mittlerweile fast 18 Jahren geschafft. Er sieht wieder so aus, wie er mal ausgesehen hat. Genau. Und wird auch von den Dessauerinnen gerne auch besucht. Ja, ja, wir haben, wenn wir Veranstaltungen machen, werden wir immer voll überlaufen. Genau. Waren denn heute auch schon viele da? Heute waren schon eine ganze Menge da, ja. Das Tor war offen und schon kamen welche rein und haben sich das angeguckt. Ja.
Also was wirklich auch für uns faszinierend war, war es ja einer der Programmpunkte von der Wimpelkette, weil wir das Quartier umarmen. Aber als wir gesagt haben, wir machen den Wasserturm, der wird aufgemacht, dann war sofort ein großes Interesse da. Das scheint so ein Wahrzeichen auch zu sein von Dessau. Ja, das kann man so sagen. Ja. Und wir sind froh, dass wir das geschafft haben, dass wir den wieder so hergestellt haben, dass man den auch besichtigen kann. Er war ja weder von außen noch von innen zu besichtigen. Außen konnte man nicht gehen, weil Steine von oben herabzufallen drohten. Und innen war genauso Gefahr. Man konnte nicht hoch, die Treppe war kaputt. Dann war eine Bühne, die war abgedeckt mit vermorschten Bohlen. Die mussten erstmal entfernt werden. Schlichtweg war es also nicht möglich, überhaupt den Wasserturm wieder außen und innen zu betreten. Und das war eine Aufgabe, die wir dann gelöst haben. Und auch dann war ein Taubendomizil, sage ich mal, da. Das war alles voll mit Exkrementen, mit Taubenexkrementen. Und deswegen haben wir alle Fenster auswechseln müssen. Und seitdem die Fenster drin sind, ist es auch sauber drin. Wow, das ist natürlich. Und eine kurze Frage, haben Sie da, wie machen Sie das? Organisieren Sie Firmen oder machen Sie auch wirklich einen Teil dann selber? Wir machen alles als Verein selber und ich persönlich bin für den Bau und für die Fördermittel zuständig und habe alleine diese ganzen Fördermittelanträge geschrieben und dann auch den Bau überwacht, dass es alles soweit gediehen ist. Also ein ganz herzliches Dank vom Quartier sozusagen für Ihr Engagement. Ganz, ganz lieben Dank. Ja. Dankeschön. Okay. Auch, dass Sie für uns heute aufgemacht haben. Ne? Ja, gerne. Ja, wir sind hier die Möbelbörse Laguner Straße 32, gemeinnütziger sozialer Laden und Verein von der ASG. Wir sind seit 95 hier drinnen und müssen uns selber tragen. Wir sind privat. Wir müssen davon leben. Ich habe 3 Mitarbeiter und ich habe hier für Bedürftige Bekleidung, Möbel, ja, und lebe sozusagen von Spenden. Muss das dann veräußern, um damit mich selber zu finanzieren, was jetzt natürlich nicht mehr so funktioniert. Seit Lockdown, Corona vor 3 Jahren, weil die Zeiten haben sich geändert, die Leute halten natürlich alles zusammen, ist klar. Und es ist ein schwerer Stand für uns. Stadt hat uns was zugesagt, eine finanzielle Unterstützung. Eigentlich schon letztes Jahr, dieses Jahr haben wir es nochmal probiert, obwohl Haushaltssperre ist, also ganz schwierig. Ich hoffe, dass wir was bekommen, sonst ist es ganz, ganz hart. Aber wir wollen natürlich hier im Quartier uns engagieren. Wir sind sehr dankbar für diese Aktion auch hier heute. Ja. Deswegen haben wir ja auch die Wimpel überall aufgehangen. Es kamen jetzt auch heute schon mehr Leute, alleine schon mal zu gucken, was hier los ist durch die Wimpelaktion. Manche wissen es doch noch nicht, dass hier sowas ist. Ja, wir haben wirklich schöne Möbel, hochwertige Sachen, nichts Älteres, also moderne Sachen. Ich finde die Idee sehr schön. Es ist eine, sag ich mal, eine Stärkung vielleicht für diese Ecke, dass man mal ein bisschen enger zusammenrückt. Manche kannten sich persönlich ja nicht, sage ich jetzt mal. Ja, und das ist ja von der Sache schon mal positiv zu sehen. Und deswegen haben wir das heute haben wir das auch mitgemacht. Und alles andere müssen wir dann sehen. Es ist meine Ecke hier, meine Heimat. Ich bin hier am Pollingpark groß geworden. Und das ist hier eigentlich mein Schlaggebiet. Und kurioserweise hat es mich beruflich dann auch wieder hier vor 7 Jahren hergeschlagen. Ja, bin auch schon 11 Jahre in der ASG in anderer Funktion und als 7 Jahre jetzt hier als Leiter. Und Sie merken schon an meinem Engagement, ich kämpfe da für jeden Kunden, ja, und genau, ja, und für diese Ecke hier und überhaupt auch für Dessau. Ich bin echter Dessau, auch hier geboren, ist meine Heimat. Auch ein Sonnenkopf sozusagen, wie man so schön sagen. Ja. Und mir liegt auch gerade was hier am Pollingpark. Ja. Das war eben, weil ich ja meine Kindheit zwischen 81 und 96 habe ich hier gewohnt. Ja. Und das vergisst man eben nicht und das bleibt im Blut drin und dafür kämpfen wir eben. Ja. Ich finde es schön, dass jemand was probiert und was macht. Wenn man das nicht macht, kann es auch nicht passieren. Ja. Man muss immer was probieren. Verbesserungssachen gibt es im Nachhinein immer. Ja. Ja, bei der Auswertung, das ist klar. Ja, ja, ja. Das sind kleine Dinge. Ich sag mal, es sind kleine Dinge. Ja, und ich sag mal, die Masse durch den mehreren Leute, es waren ja alle engagiert, ja, macht es dann vielleicht doch mal. Ja, ja, genau. Und es wird sicherlich nicht die letzte Sache bleiben. Nein. Ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft da noch mehr in die Richtung kommt. Ja, da sind wir als ASG und auch ich hier als Leiter gerne mit dabei.
ich habe gemerkt, dass es wirklich so ein Thema braucht. Es hat ja auch im Frauenzentrum dieses Thema gebraucht mit dem Nähen. Wir brauchten also Thema Wimpelkette. Ja, es hätten auch Beutel oder irgendwas anders sein können. Man braucht was, wo man anfängt. Und dieses ganze Projekt war auch ein Thema, womit ich nochmal an andere Akteure rangegangen bin und auf andere Leute zugehen musste, um Genehmigungen zu bekommen. Ja, und auch anzusprechen, macht ihr mit, wer ist dabei, könnt ihr uns unterstützen. Und mich hat das also als Quartiersmanagerin auch nochmal sehr vorangebracht, einfach über ein Thema andere neue Kontakte zu haben und auch nochmal ganz viel Rückmeldung zu bekommen über die bisherige Arbeit schon. Das haben die Leute ja auch mitbekommen, was so läuft, die dann gesagt haben, ach schön, dass sie anrufen und wenn mal was ist, dann melden sie sich, wir unterstützen sie gerne. Ja, lassen sie die Wimpelkette ruhig eine Woche länger hängen, ne? In der Wagner-Passage erst nein, das geht überhaupt nicht. Und als ich dann alles erklärt hatte, wie das alles läuft, ja okay, lassen sie das ruhig eine Woche länger hängen. Aber ich muss auch noch mal sagen, das geht eben wirklich alles auch nur, weil alle mitmachen. Also ich habe das Gefühl, dass alle irgendwie so ein bisschen darauf gewartet haben, dass jemand kommt und so ein bisschen das koordiniert, diese ganzen Verbindungen, die ja auch schon da waren. Ich habe das ja jetzt nicht alles neu erfunden. Und die Leute machen einfach mit, ziehen mit, freuen sich, bringen sich selber ein, haben selber Ideen. Und das geht nur, weil alle Akteure sich aus dem Quartier einbringen. Ja, ich kann das nicht alleine machen. Das sind wir alle zusammen. Du hast eine liebevolle Hartnäckigkeit. Ja, mhm. Das ist, du bist dann da und da bleibst du auch am Ball. Und das, schätze ich sehr, aber ich glaube, das schätzen auch die anderen Akteurinnen am Quartier sehr an dir, dass du einfach so eine verlässliche Person bist. Man weiß, wenn das bei dir ist, dann ist das auch bei dir und dann hast du das erstmal, verlierst du das nicht aus dem Kopf. Also von daher hat es auch schon, was diesen Zusammenhalt und die Kooperation angeht, viel mit dir auch zu tun. Dankeschön. Gerne. Ich habe halt super Leute kennengelernt, mit denen ich wirklich auch zusammengewachsen bin. Und ich bin selbstsicherer geworden. Ich habe mich auch privat jetzt mehr ans Nähen rangetraut. Traue mir jetzt auch allgemein mehr zu, auch jetzt sich auch wirklich alleine irgendwo ranzusetzen. Vom Zusammenhalt von den Leuten ist einfach so eine Gemeinschaft. Wir sind echt eine super Truppe und es hat auch ganz, ganz großen Spaß gemacht, das Projekt von Anfang bis Ende so zu begleiten. Ich möchte nicht, dass das das letzte Projekt ist, an dem wir gemeinsam gearbeitet haben. Und ich finde es echt schade, dass so ein wichtiger Lebensabschnitt für mich jetzt so irgendwo geendet hat. Ich hoffe, dass wir andere Projekte finden, an denen wir auch dann gemeinsam arbeiten können. Das war fantastisch. Ich habe ja gedacht, am Anfang sind es für 2-3 Wochen, aber dann wurde es immer mehr und mehr. Und die Leute und so, das war eine richtig schöne, tolle Gemeinschaft nachher. Und wir haben auch immer mehr gelernt, wie man mit den Wimpeln umgeht, wie man so näht und so das Schrägband. So ein Fest habe ich noch nicht erlebt. Ich kenne viele Feste in Dessau-Roßlau, aber im Wimpelfest habe ich noch nicht teilgenommen. Wunderbar. Also ich hätte das nicht gedacht. Also dass das jetzt schon mal mit dem Wetter funktioniert hat, aber jetzt auch, also dieser Spaziergang und dieses hier Ankommen und dieses ganze Gewusele, so haben wir uns beide das vorgestellt. Wunderbar, die Silvia und ich. Genial. Ja, wir waren draußen am Wasserturm und haben also lange gewartet, bis die Truppe vorbeigekommen ist und mussten eine relativ große Strecke mit den Wimpeln überwinden. Hat aber gut geklappt. Ja, es war auf jeden Fall sehr spektakulär gewesen. Ja. Also zumindest auf jeden Fall die lange Wimpelkette und die ganze Arbeit, die dahinter steckt, das haben auch die Leute, die da vorbeigelaufen sind, sehr zu würdigen gewusst. Ja. Und ansonsten hat es Spaß gemacht. Also letztendlich hat der Wettergott mitgespielt. Das war natürlich der absolute Volltreffer. Eine gute Zeit, die hier am Platz nochmal einen wunderschönen Abschluss gefunden hat. Als wir von unserer etwas ruhigeren Ecke hier rübergekommen sind, war ich schon sehr beeindruckt, wie voll das hier war und wie viele Menschen hier sind. Und wenn man dann sieht, wie viele Kinder, Erwachsene, Junge, Alte von allen Ecken und aus allen Ländern hier zusammenkommen, dann ist das ein tolles Zeichen für so ein Quartier. Und insofern, wir freuen uns auf nächstes Jahr.
Wir haben schon gesagt, nächstes Jahr machen wir sicher. Ich wollte gerade sagen, ich schließe mich dir an. Wir sind nächstes Jahr auch auf jeden Fall wieder dabei. Ja. Okay. Ich war fasziniert, wie viele Leute da waren, dass es so eine tolle Stimmung war. Und so viele Kinder und Familien da waren, das fand ich echt toll. Ich fand es nett. Es waren ja auch ganz viele Leute aus dem Quartier da. Darum ging es ja auch, dass nicht immer nur die gleichen da sind. Ich kannte ganz viele Menschen nicht. Das passiert mir sonst nicht so oft in Dessau bei solchen Veranstaltungen. Nein, ich fand es schön und das Wetter hat ja auch mitgespielt. Also wir haben nochmal gesagt, dass wir, dass es Möglichkeiten gibt von sozialen Institutionen oder von mir auch für Privatleuten, dass sie einfach nochmal auch stückchenweise Wimpelkette auch haben können und konnten sich dann beim Quartiersmanagement, können sie sich dort melden oder dann auch sagen, wir hätten ganz gerne welche. Und können sich dort also streckenweise was abholen. Genau, wir verteilen die Wimpelketten jetzt. Also diese 4 Kilometer werden jetzt an Einrichtungen, Akteure verteilt, sodass die auch in Zukunft immer wieder punktuell auftauchen werden. Wenn jemand einen Tag der offenen Tür macht, ein Kinderfest stattfindet oder wir wieder den Tag der Nachbarn feiern, dann werden wir diese Wimpelketten immer wieder aufhängen und die werden immer wieder im Quartier auftauchen. Und das verbindet uns ja dann auch wieder. Ne? Und wenn man die dann sieht, erinnert man sich an das Fest und an die ganze Aktion und freut sich eigentlich auch jedes Mal wieder, wie das alles gelaufen ist. Also ich finde es, ach mit 3 Worte. Ja. Nicht so viel. Also ja. Ich bin sehr positiv überrascht und finde es eine tolle Idee. Und wir engagieren uns gerne. Und ich bin hier geboren, das ist schon mehr wie 3 Worte. Gemeinschaft, Bürgerschaft und Engagement. Interessant, vorbildlich, amüsant, wie das heißt. Amüsant? Ja, meine ich. Freundlich, Mitmenschlichkeit und ganz groß Liebe zwischen Menschen. Leben und leben lassen. Schön. Noch einen letzten Gesichtsausdruck zum heutigen Tag. Super, dankeschön. Gerne, bitteschön. Intensiv? Weil gerade von der Zeit, von der Herstellung, so, es hat mega Spaß gemacht, auch wenn da ein gewisser Druck da dahinter war. Es war amüsant, weil auch wenn man am Arbeiten war, man hat sich ja immer wieder mit den anderen unterhalten und gerade hat man dann so eine Wimpelkette fertig und dann war der Unterfaden alle. Ja, okay, es ist ein bisschen ärgerlich, aber wenn man einfach dann das Beste draus macht, ist es dann doch irgendwie wieder witzig, weil man hat erst den einen ausgelacht, dann passiert es einem selber und naja, es ist schon irgendwie witzig. Man hat immer irgendwas zu erzählen gehabt. Ja, selbstsicher doch. Also es ist einfach eine schöne Schöpfung gewesen so. Und das macht ja mit uns allen irgendwas. Auch wenn der eine jetzt ein bisschen weniger gemacht hat, der andere ein bisschen mehr gemacht hat, trotzdem hat jeder einen ganz kleinen Teil zum ganz Großen beigetragen. Und dadurch ist man auch in der Gemeinde gewachsen. Also ihr Frauen wart klasse. Wow, wunderbar. Supi, ganz lieben Dank. Lustig, bunt, vielfältig. Aufregend, kommunikativ und sättigend. Solange wie das Wetter mitmacht, geht das. Schön. Okay. Hi Wörter. Das war alles. Das war cool. Gesichtsausdruck klappt schon mal, aber 3 Worte wird schwierig. Ich finde es toll, dass wir Gesicht zeigen und dass hier in unserem Quartier was los ist. Wunderbar! Super! Waren mehr als 3 Worte. Ich bin ja, das. Ja, aber ich war in Mathe nie gut. Er ist Pädagoge genau wie ich, deswegen ein Verständnis. Wir finden nie 3 Worte. Wir sind immer pädagogisch wertvoll und erklären alles. Sollen wir jetzt einen Gesichtsausdruck machen, bitte? Sollen wir jetzt Blut grinsen? Okay, grinst du doch mal schon. Gelungen. Ja. Großartig. Nein, also ist auf jeden Fall ein schönes Projekt, um das Quartier als solches natürlich zu kennzeichnen und eine Gemeinsamkeit zu erzeugen, die es ja wahrscheinlich so nicht mehr so richtig gibt. Ne? Und da ist, glaube ich, alles recht und alles willkommen, um das wieder so ein bisschen zu erzeugen und die Menschen zusammenzubringen. Nein, super. War fantastisch!
und ich bin im Fernsehen. Also wenn ich das mal mit so einem Gesichtsausdruck machen soll, dann Strike! Wunderbar. So, jetzt ein Kuchen. Was? Willst du einen Kuchen? Es war einfach ein wunderbares Projekt, ja, was uns alle auch noch mal mehr zusammengebracht hat, wo wir auch zusammen noch mal mehr zusammengewachsen sind, wo sich jeder einbringen konnte, gewertschätzt wurde. Eine sehr gelungene Aktion. Das hätte ich mir vorher nicht so vorstellen können, aber das hat sich eben dann einfach auch so entwickelt. Ne? Ja, da schließe ich mich an. Ist einfach toll. Ja, und es ist so ein bisschen, merkt man uns beiden vielleicht auch so ein bisschen an, es gibt so ein bisschen Wehmut. Ne? Ja, weil wir ja. So jetzt mit der Nähgruppe und so. Ja, es ist... Schade, ja. Dass es jetzt vorbei ist. Schade, dass es vorbei ist. Genau. Das größte Dankeschön geht an die Näherin. Ja, und Zuschneiderinnen, genau. Und Vermesserinnen und Schrägbandschneiderinnen. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank. Genau.